Buddy ist mit Frauchen zum Üben gekommen. Er und seine 7 Hundekumpel stellen sich der besonderen Situation im Einkaufszentrum. Trainerin Mareike Doll-Degenhardt stellt von Anfang an klare Regeln auf. Es wird keiner angesprungen, keiner angebellt, es wird niemand und für die Rüden auch nichts angepieselt. Brav oder fast ganz brav dackelt die Gruppe los, mitten rein in die Ladengänge. Buddy ist mit 14 Monaten der Älteste in der Runde und hat auch schon ein bisschen was gelernt. Zeit zum Spielen bleibt für ihn nicht. Er muss direkt zur ersten Übung Aufzug fahren. Also ich glaube, er hat keine Schwierigkeiten damit und also findet er gut. Er lernt aber auch was dabei. Ja, sehr viel. Und er hat auch schon sehr, sehr viel gelernt. Erste Übung rum, kurz verschnaufen, Lob und Leckerli einkassieren und schon geht's weiter. Treppensteigen ist angesagt. Barney hat schon geschafft. Dusty muss dabei sein ganz individuelles Problem überwinden. Ich lasse die Amy einmal vorgehen und du schließt dich ihr direkt an, dass wenn er unsicher ist, er sie als Vorbild vor der Nase hat. Also er sehen kann, wenn die das überlebt, kann es nicht so schlimm sein. Bei dieser Übung hilft ihm kein Mensch, aber ein anderer Hund. Dusty hat nämlich tatsächlich Höhenangst. Also wenn der runterguckt, kriegt er die Krise. Deswegen wechselt er jetzt auch wieder die Seite, weil er gemerkt hat, er hat sich ungünstigerweise die schwierigere Seite ausgesucht. Gruppenübung. Hund und Herrchen nochmal die Treppe rauf, brav aneinander vorbeigehen, denn beim Einkaufen ist es schon mal ganz schön eng. Die Steintreppe ist aus hauptsächlich zwei Gründen schwierig für die meisten Hunde. Das eine ist der Bodenbelag und die offen, dass sie da durchgucken können, das offene. Das ist für viele Hunde ein Problem. Weiter geht's quer durchs Allee-Center. Wechselndes Licht, fremde Leute, Lärm und das in der Mischung macht die Situation für die Vierbeiner sowieso schon schwierig. Emma hatte als 3 Monate alter Welpe das Problem, dass sie an einem kleinen Geschäft angeleint war außen und dabei ist irgendwo in der Nähe, so 10 Meter entfernt, eine Leiter umgekippt. Und daraufhin hat sie, oder seitdem hat sie halt immer Panik, wenn es darum geht, dass laute Geräusche in der Umgebung sind, wie zum Beispiel hier in dem Einkaufszentrum. Da versucht sie dann wirklich in jedes Geschäft reinzuflüchten. Die Wurst als Reizmittel. Menschen essen sie und viele Hunde würden gerne mal abbeißen, dürfen sie aber nicht. Nein, 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 Buddy, nein. Okay, good boy. Wie hat das jetzt geklappt? Ich bin ganz zufrieden. Also obwohl er, glaube ich, guten Appetit drauf gehabt hätte, hat das nicht genommen und hat dann von mir stattdessen ein Leckerchen bekommen. Trotz der stundenlangen Erziehung bleibt die Hoffnung bei den jungen Hunden, dass doch noch ein Stückchen Wurst für sie abfällt.